Alter, was geht ab, Latonge? Jetzt gibt's Türkisch. Okay, Storytime, okay? Alter Schulfreund schreibt mir, yo, Hong, mein Cousin hat einen Laden aufgemacht. Ich finde den gut, check den bitte ab. Weißt du, so ein bisschen promomäßig, kein Problem. Vergiss niemals, wo du herkommst, mach ich gerne. Es ist dieser Laden. Den Laden hatte ich aber schon im Visier, weil eine Foodblogger-Kollegin und ich wollten den abchecken. Sie ist schon im Gespräch mit dem Chef gewesen oder immer noch, dass sie halt dort vorbeischauen kann. Aber halt auf Foodblogger-Basis, also mit Einladung, wie ist das offiziell. Der meinte aber zu ihr, sie kann erst kommen, wenn ein größerer, ein anderer Foodblogger, mit dem er schon im Kontakt ist, da war. Das heißt, der andere hat Priorität. Ich weiß nicht, wer das ist, ich habe kein Problem mit dem, aber sowas macht mich geil. Da denke ich mir, Digga, ich komme einfach vor dem Typen oder Frau, drehe alles und lade es hoch und bin vor seinem Exklusivdeal am Start. Deswegen sind wir hier. Maria ist am Start. Sie ist auch eine alte Schulfreundin, das heißt, sie kennt auch den, der mir geschrieben hat. So. Schaut mal, wie fancy das Wasser hier ist, Leute. Lass mich erst noch einmal die Location filmen. Ich erzähle dir eine Story, warum wir hier sind. Das wird dir sicher gefallen. Was? Achso, ich dachte, du willst mir was sagen. Ja. Ciao. Ich habe eine Foodblogger-Kollegin und wir wollten eigentlich hierher. Also sie ist halt im Gespräch, schon mit dem Chef, so umgeschrieben, damit sie halt hier eingeladen wird. Aber er meinte zu ihr, sie darf noch nicht kommen. Ein anderer Foodblogger Priorität. Yes. Und da bin ich richtig, dass ich mir sofort denke, Digga, ich komme einfach, hau sofort das Material raus, damit ich vor diesem, mit dem Exklusivdeal bin. Ich wusste, dass dir das taugt. Anscheinend gehört dieser Laden einem Cousin von einem alten Schulfreund von uns. Ach komm. Der mir geschrieben hat. Sag mir bitte nicht ohne. Echt jetzt? Indirekt. Also ohne hat mir nicht geschrieben. Aber Ufuk und ohne sind Cousins. Das heißt, offensichtlich sind die dann auch nicht. Sieht aus wie Limon, Leute. Gefährlich. Lasst euch nicht täuschen. So, ein kleiner Überblick für euch, Leute. Das ist Tabule. Oder ist das einfach Couscous mit Ding? Weißt du, dieses ganze Grünzeug, Petersilie und so, das ist doch die Tabule. Also wenn die Portionen so klein sind, dann finde ich das schon weg. Nee, er hat doch aus unserer Vorspeise so einen Vorspeisemix gemacht. Ich habe nur irgendwas gehört, es ist nicht gekocht. Was war das nochmal? Irgendwas ohne Fleisch, oder? Doch, doch, das ist mit Falafel. Also Falafel ist kein Fleisch. Also, es ist nur ein Falafel-Sandwich. So, meine Lieben, was bekommt die junge Dame? Ich habe die junge Dame, Mensch. Die junge Dame. Okay. Schmeckt. Magst du die Falafel?
Schmeckt stark. Ich sage, was ich sehe. Außer das hier. Guten Appetit. Das ist mir zu viel. Was ist das? Süßkartoffeln oder was? Ich hab schon bestellt. Warte. Ich habe ja gerade erzählt. Gerade kam eine Nachricht rein und so ein Restaurant, so ein Laden hat mich eingeladen. Das Problem ist, die Chefin dort hat Beef mit einer Freundin von mir. Ich bin loyal. Hey! Du musst neutral sein, nicht loyal. Was laberst du? Bis zum Tod muss ich euch verteidigen. Steht zu meinen Freunden. Oh, das ist gar nicht mein Ding. Der Topf ist gar nicht, Mann. Türkischer Zwieback. So nenne ich das. Das hat er uns sozusagen gegeben, um zum Probieren, gell? Mhm. Und noch irgendwas, das hier oder was? Dann ist das dein Tabula und das ist mein Hummus, oder wie? Kommen wir zum Highlight. 10 Stunden. Gegart. Ich bin gespannt. Guten Appetit. Der Chef hier. Alles. Alles. Küchenspieler, Chef, Koch, alles. Dein Cousin hat uns geschickt. Ufo. Ufo. Hier ist die Mauer. Ja. Sehr gut. Das ist mein lieblichster Cousin. Also, wer hat das noch? Der erste Biss, oder was? Der erste Biss. Das ja. Kann man machen? Ja. Das ist aber lang, Leute. Ja, passt. Ich würde sagen, es schmeckt wie so ein Eintopf in einem Brot. Ich kann nichts Döner ersetzen. Nein. Nein. Oh, ich muss dir was über Hans Kebab sagen. Oh. Ja. Oh. Maria erzählt mir von einer schlechten Döner-Erfahrung. Mhm. Die Sache, nicht jetzt wegen dieser Erfahrung, sondern allgemein, weil 95% meiner Döner-Erfahrungen schlecht sind. Willkommen im Döner-Game. Das hat der Chef extra für uns gemacht. Ja, das ist schlimm. Man denkt, Zeit verschwendet, Geld verschwendet. Ich kenn's. 14 Euro. Das passiert mir beinahe jeden zweiten Besuch. Ungefähr. So gut, sie will sogar noch mehr. Mein Lieber, das sind echt, das sind frisch. Wie legst du einfach mal ein? Nee. Noch eine Mischung? Auch nicht. Roh, das Mischung von den Zitronen, Orange, Oliven und Sissi-Knoblauch. Das ist gemischt. Wir sind in Ruhe gelassen, mehr nicht. Das ist ein knackiger Saft von der Säure. Genau, mein ist am Favorit. Und wir waren hier. Sehr lecker. Gut. Sehr schön. Also, das ist in der Tat so lecker. Ich kann sagen, das ist ein netter Mittagsbrot hier. Ich überlege gerade, was so in der Nähe ist. Ob Konkurrenz am Start ist. Die einzig wahre Konkurrenz.
Den gibt es schon ewig, Leute, seitdem wir zusammen in der Schule waren. Wir waren da hinten, die Straße unter an der Schule. Gemüse. So, an sich sehr lecker, Leute. Von einem wurde nochmal nachbestellt. Eins wurde gar nicht aufgegessen. Sandwiches war gut. Vorspeise hat mich ein wenig verwirrt. Weil für den Preis, was wir bekommen haben, vorspeisetechnisch, wäre nicht gut gewesen. Aber er meinte, er mixt uns so einen Teller zusammen und dann schauen wir mal, wie das am Ende abgerechnet wird. Ja, sonst wäre. Sonst geht gar nicht. Vielleicht für einen Vorspeise. Dann wäre okay. Nachtisch, Leute. Mach ich sonst nie, aber ihr kennt die Story. Dieses Video wird jetzt am selben Tag noch rausgehauen. Kann man machen, war alles lecker, alles tipptopp. Hat halt so diesen mediterranen Vibe. Gönnst dir mittags in der Sonne alkoholisches Getränk, bisschen Hummus, paar Fleischgerichte. Der Chef ist chillig drauf, bisschen so creative. Will so ganz oft die Karte wechseln oder die Gerichte. Einfach das, was er am Tag, wenn er einkaufen geht, findet. Und das gibt's dann. So ein bisschen freigeistmäßig ist er unterwegs, deswegen gerne vorbeischauen. Das war's von mir und Maria und dem Laden, den ich als erstes abchecken musste. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Mine. Serious Business und ciao.